Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen den SC Freiburg 2. Endstand vor 15.000 Zuschauern 1:0 für 60 München. Die beiden Trainer Thomas Stamm und Maurizio Jacobacci darf ich neben mir begrüßen. Und unser Gast bekommt die ersten Worte. Ja, danke. Hallo. Wir haben mit dir 60 Glückwunsch zum Sieg. Für uns extrem bitter. Ich finde, aus der Halbzeit haben wir Chancen. Ja, zu Genüge und müssen führen. Das geht uns im Vergleich zu den Spielen, wo wir unsere Punkte geholt haben, im Moment ein bisschen ab, dass wir die Chancen nicht nutzen. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber ich glaube, nicht nur die beiden Aluminiumtreffer, die wir erste Halbzeit haben, sondern auch die anderen Möglichkeiten so nicht genutzt. Ich glaube, 60 hatte zwei Unschallmomente, einmal hält Noah gut, einmal sein Defensivpoyer war von der linken Seite. Bis dahin finde ich aber, das Spiel komplett unter Kontrolle. Und ja, wenn du dann die Tore nicht machst, zudem der Schiedsrichter, finde ich in der Situation, wo er das Foul pfeift, kurz vor der Pause, so entscheidend, okay, in der Wiederholung sehe ich es komplett anders, weil der Ball geht in die Richtung, wo unser Verteidiger verteidigt. Dann verteidigen wir es trotzdem nicht gut, die Standardsituation vor der Pause, dann bist du Rückstand. Und ja, da war es in der zweiten Halbzeit ein sehr offenes Spiel, wir sind nicht mehr so geduldig gewesen, haben den Ball nicht mehr so verlagern können, wie wir es vielleicht in der ersten Halbzeit hinbekommen haben. 60 waren griffiger, ein bisschen mehr Druck auf den Ball bekommen, wir nicht mehr so geduldig. Haben trotzdem, finde ich, auch die Chance, nochmal vielleicht einen Ausgleich zu machen. Vincent hat nochmal zwei hervorragende nach dem Eckball, Latte von Max Bodenfeld. Ist uns heute nicht gelungen, mit vielen Chancen mindestens ein Tor zu machen und dann verlierst du es extrem bitter, weil ich finde, über 90 Minuten gesehen hatten wir mehr Chancen, die besseren Chancen, dass du dann gar keine Punkte mitnimmst. Das ist hart. Also ist es manchmal sehr effiziente erste Halbzeit von 60. Wir dann nicht. Zweite Halbzeit habe ich sehr ausgeglichen gesehen. Trotzdem sehr enttäuschend, dass wir heute nichts mitnehmen. Danke. Dankeschön. Trainer, dann dürfte ich dich deine Einschätzung bitten. Ja, vorneweg möchte ich natürlich dem Publikum ein großes Kompliment machen. Es war nicht eine große Hilfe. Es war fantastisch, wie sie hinter der Mannschaft stand. Wobei sie auch gemerkt hat, dass die Mannschaft nichts unterlassen wird, um dieses Spiel auch in der Schwierigkeit gewinnen zu wollen. Und das war sehr, sehr wichtig, vor allem in der ersten Halbzeit, wo wir doch an die Grenzen gestoßen sind. Denn eben Freiburg hat uns schon gezeigt, was sie für Qualitäten hat im Spielaufbau. Wir wussten das, wir haben uns auch auf dies eingestellt. Wir mussten viele Wege gehen, große Laufbereitschaft an den Tag legen. Eben diese Einstellung, die brauchte es. Nichtsdestotrotz haben wir auch unsere Möglichkeiten und Chancen eben mit Boyamba und dann auch mit der Reingabe von Lex auf einen Konter auf Lucky, der leider nicht richtig zum Ball kommt. Und dann, klar, wir haben dort den Pfostenschuss auf den Freistoß, der ein Freistoß ist, der unnötig war, weil wir haben eigentlich den Ball. Wir verteidigen ihn nicht gut dort in dieser Situation und kommen dann zum Gegenfreistoß für Freiburg. Und trotz allem haben wir eben diesen Freistoß mit Holzhauser, der fantastisch reingetreten wurde und ganz, ganz schwierig für den Torhüter ist, denn auch Lucky und Ferlat sind hervorragend in diesen Ball reingegangen und gaben eben dem Torhüter nicht die Möglichkeit, auf diesen Ball zu gehen. Und ein schönes Tor, schöner Freistoß. Klar mussten wir dann in der zweiten Halbzeit gewisse Dinge ansprechen, um eben nicht mehr so in Schwierigkeiten zu kommen. Und da muss ich schon sagen, da haben wir eine bessere zweite Halbzeit gespielt. Wir waren eben griffiger, wir waren näher am Mann. Im Mittelfeld konnten sie auch nicht mehr so den Ball hin und her spielen. Klar hatten sie hinten natürlich den Spielaufbau mit den Innenverteidigern und mit den drei, weil Engelhardt ging auch immer wieder zurück. Aber wir haben besser gegen den Ball verteidigt mit Holzhauser und Cello. Das hat uns dann auch geholfen, weil sie spielten dann viel mehr lange Bälle und da muss ich auch heute ein Riesenkompliment an die Verteidigung machen, die dann in der zweiten Halbzeit wirklich viele Bälle wegverteidigt hat. Das war wichtig, wenn man sieht, wie lange in diese Bälle reingehauen ist. Auch der Ferler bei Kopf und auch zweite Bälle gehalten haben.
aus der Verbund der Viererkette war heute sehr, sehr wichtig. Auch die Seiten, die Außenverteidiger haben sehr gute Leistung abgerufen. Es brauchte dies, um eben dann am Schluss mit Glück, weil Glück muss man sich auch erarbeiten. Und heute haben wir uns dieses auch erarbeitet. Denn auch in der zweiten Halbzeit, gleich von Beginn, hatten wir eine Großchance mit Cello, der leider den Ball nicht richtig trifft. Oder auch, wo der Lex den Ball sich wiedererkämpft im Strafraum an der Grundlinie und leider keinen Abnehmer gefunden hat in der Mitte. Und dann gab es auch noch den Freistoß von Lex, der, wenn er nicht abgewehrt wird von der Mauer, wahrscheinlich vielleicht den Weg ins Tor gefunden hätte. Aber noch einmal, ich wollte heute hier stehen nach dem Spiel, um eben sagen zu können, dass ich sehr stolz bin auf die Leistung und die Einstellung der Mannschaft. Denn wir mussten über die Grenzen gehen, um eben die Chance haben zu können, dieses Spiel zu gewinnen. Auch ein wenig glücklich, aber am Schluss glaube ich noch einmal, ja, auch in dieser Art eben verdient, weil wir eben das Tränchen mehr an vielleicht Leidenschaft dann reingebracht haben. Aber wir haben gegen das beste Team der Liga gespielt und ich glaube, sie werden am Schluss der Saison ganz oben stehen, denn sie hat enorm viel Qualität.